Leute, wir hören uns jetzt mal an, wie der Carsten Borgmeier als 16-Jähriger in die PR- und Medienwelt reingeraten ist. Heute ist er unter anderem Herausgeber von der guten Penthouse-Zeitschrift. Da interessiert mich auch nochmal, wie man sowas wird. Und beschäftigt über 300 Mitarbeiter in seiner Borgmeier Media-Gruppe. Und dann hören wir uns auch mal an, mit welchen Rückschlägen man da zu kämpfen hat und was man alles einstecken muss, um sowas zu schaffen. Moin Carsten. Hallo André, grüß dich auch. Na? Na? Ich war eigentlich, dass du mit Zigarre hier erstmal reinkommst. Nee, okay. Nicht vor der Kamera. Ah, okay. Wenn der Sitz nicht passt, dann... Ja, ich muss schon ein bisschen nach hinten, ja, ich habe lange Beine. Ja. Wart mit 16, bist du zur Schule gegangen und hast du gedacht, nebenbei will ich ein bisschen was machen. Ich habe es gab damals ein Magazin, das gibt es heute gar nicht mehr, das hieß Aktueller Softwaremarkt, ASM. Also die haben freie Mitarbeiter gesucht und damals hatte ich noch keinen Computer, da habe ich mir die Schreibmaschine von meinem Vater geschnappt und habe dann tatsächlich Artikel getippt, also ich habe Spiele rezensiert, Computerspielkritiken geschrieben. Mhm. Damit habe ich angefangen und habe ich so, weiß gar nicht, damals 80 Mark für eine ganz eng beschriebene Seite bekommen. So, war schon viel Geld für damals. Damals, ne? Ja, dann habe ich ein paar Seiten geschrieben und habe so ein bisschen Taschengeld nebenbei verdient. Das habe ich so mit 15, 16 habe ich das angefangen. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich das für dieses eine Magazin dann mache, kann ich das ja auch für mehr Magazine machen, verdiene ich eben auch mehr. Und da habe ich so ein kleines Redaktionsbüro gegründet, das für sämtliche Computerzeitschriften und damals auch für Tageszeitung und so habe ich dann Computerspielekritiken geschrieben und dann im großen Stil verkauft und hatte dann so über 100 Kunden, die ich dann regelmäßig mit Computerspielrezensionen versorgt habe. Dann hast du so über Pac-Man und C64-Spiele und sowas geschrieben oder was? Also das war damals zu Zeiten des C64, fing das an. Amiga. Amiga, Amstrad CPC, Atari ST. Ja. Das waren so die ersten Homecomputer, die es gab damals und die hatte ich alle und habe dann darüber geschrieben und dann auch. Also ich habe für Run damals, das war mein erster großer Kunde, da habe ich den gesamten Spieleteil gemacht. Run, das war so ein 64er-Magazin, aber auch für Amiga-Magazin, fürs ST-Magazin und dann eben auch für Magazin für Penthouse und Playboy habe ich dann auch die Computerseiten geschrieben. Ja. Okay. Also in Penthouse habe ich das eine ganze Zeit lang gemacht. Und irgendwann habe ich auch die Penthouse-Lizenz bekommen und bringe Penthouse jetzt selber raus seit 5, 6 Jahren. Ja. Geil, weil du damals mal ein paar Computerspielrezensionen für die Penthouse geschrieben hast. So fing das an. Hast du gedacht, jetzt dann, komm, das war damals schon gut, dann nehme ich jetzt das ganze Magazin. Nö, das hat sich so ergeben zufällig und du kriegst ja manchmal, hast du im Leben ja so Chancen, wo sich dein Leben sozusagen im Weg gabelt und dann sagst du halt ja oder nein und mir ist das damals angeboten worden, ob ich das machen wollte und ich sage, ja klar, das mache ich. Ja. Und jetzt mache ich das auch schon seit 6 Jahren in Deutschland und seit einem halben Jahr auch in Frankreich. Aha. Aber ich finde die Geschichte beeindruckend, dass du jetzt so als 16-Jähriger schon gemerkt hast, PR, wahrscheinlich hast du den ganzen Tag Computerspiele gezockt, fandst das eh geil, hast gedacht, kann ich auch drüber schreiben, oder? Genau, also ich hab wirklich damals unheimlich viele, also mit Freunden Spiele getauscht, ne, und habe alle möglichen Spiele gehabt. Und habe dann auch von einem Händler damals, Frank Waldeck, der hat heute eine große Vermarktungsgesellschaft für Spielhallen, aber Frank hatte damals ein Computerspielladen in Delmenhorst, hatte dann auch Spiele importiert und hatte viele Spiele halt dann sehr früh. Von dem habe ich mir den Spiele ausgeliehen, habe dann bei der ASM angerufen und gesagt, hier, ich habe da ein neues Spiel, das ist ganz frisch, ganz neu, das habt ihr noch nicht, das gibt's noch gar nicht, das ist nämlich aus England direkt importiert. Wenn ihr wollt, schreibe ich da was zu. Und Frank hat mir dann das Spiel geliehen, kostenlos. Und ich habe dann Frank Waldecks Computerspielladen aus Delmenhorst als Bezugsquelle genannt, dass die Leser das da kaufen konnten. Und so hat Frank halt ein paar Spiele verkauft und ich habe dann von dem Verlag ein Honorar gekriegt für die Rezension des Spiels. Und damals, als das Internet noch nicht so populär war und es auch eigentlich gar kein Internet gab, so richtig, haben sich diese Bücher auch ganz gut verkauft. Ich habe über 1 Million Spielelösungsbücher verkauft in den Jahren. Du selber oder jetzt du als... Die Verlage. Die Verlage haben das also verkauft. Also es gab so Verlage, die hießen Cybex oder NBG oder Morse Software. Und hast du dann aber auch schon ganz gut mitverdient, oder? Ja, ja, klar. Also ich hab dann damals... 1 Million Bücher. Also immer einen Vorschuss von 10.000 Mark gekriegt und dann habe ich so ein Buch produziert und ich habe teilweise 30, 40, 50 Bücher im Jahr gemacht halt. Ne? Und da warst du so um die 20 dann oder wie? Ja, also ich war 16, als ich angefangen habe und ich war dann so 20, 21, 22, war dann auch
für Bravo TV dann die Computerspiel-Ecke gemacht habe und für das Fernsehen viel gemacht habe. Ja, und dann habe ich dadurch, weil ich so viel über Spiele geschrieben habe, kannte ich natürlich die ganze Industrie, die ganze Spielindustrie, die ganzen Firmen. Ja. Hab dann auch das. Die haben dir auch schon wahrscheinlich die Spiele kostenlos geschickt. Ja, ja. Oder? Ich habe also weltweit, meine Eltern waren damals relativ verzweifelt, dann morgens um 6 klingelte dann der erste Eilbote von der Post, dann kam DHL, Federal Express, die ganzen Kuriere, die aus der ganzen Welt dann halt Spiele gebracht haben. Ne? Also direkt aus dem Silicon Valley die Spiele bekommen. Ja, also von Electronic Arts, der Trip Hawkins, der Gründer, der war bei mir im Kinderzimmer und hat mir ja Spiele vorgestellt und auch, ich habe damals auch, ich war auf der Skywalker Ranch mit George Lucas, der auch mit Lucasfilm Games ganz erfolgreich im Spielegeschäft war und ich war so, bin überall hingeflogen auch, in den Ferien habe ich dann Praktika gemacht bei Verlagen oder bin dann rumgefahren in den USA und habe mir dann war auf der CES, auf der Consumer Electronics Show oder auf der E3 und habe dann darüber berichtet, ne, von den Messen. Das war ja mega spannend für dich in so jungen Jahren. Total, ja, total. Also solche Türen da öffnen, ne? War Wahnsinn. Also ich war auf Partys von Disney zum Beispiel, die haben über 5 Millionen Dollar gekostet, ne, und war dann da als einer der wenigen europäischen Journalisten eingeladen. Ja, und habe dann zur weltweiten Spielindustrie ganz gute Kontakte gehabt und habe dann auch über einen Verlag, über den Joker Verlag zunächst, das Branchenmagazin Insider rausgegeben. Das war das Branchenmagazin für die Computer- und Videospielindustrie. Das habe ich rausgegeben. Vom PC Joker. Genau, mit dem Joker Verlag, also PC Joker. Also mehrere, genau, so, also okay. Für Michael Labine habe ich damals gearbeitet, habe für ihn die Anzeigen verkauft in den Magazinen auf Provisionsbasis, ganz gute Umsätze gemacht und dann habe ich auch da Seiten zugeliefert und dieses Insider-Magazin habe ich komplett gemacht für ihn. Mhm. Und habe das dann irgendwann, als der Joker Verlag dann seine Verlagstätigkeit eingestellt hat, habe ich das übernommen und habe das dann auf eigene Rechnung rausgebracht. Und so fing so auch so ein bisschen die Verlagskarriere an. Also ich habe dann das Insider selber verlegt, viele Jahre lang, und habe dann auch ein Stadtmagazin in Delmenhorst verlegt. Ne? Und vorher habe ich als Redaktionsbüro halt 30, 40 Magazine als Dienstleister sozusagen rausgebracht. Wahnsinn. Das heißt, du bist da eigentlich nur so in diese Schiene so reingerutscht. Ja, genau. Und jetzt plötzlich hast du mehrere Büros und wie viele Mitarbeiter? Insgesamt, so die ganze Gruppe sind so über 300. 300 schon? Ja. Also das ist jetzt... Auch mit Freien oder Feste? Nee, Feste. Es sind halt, also es sind Redakteure, es sind PR-Leute, es sind Grafiker. Wir haben auch Online-Marketing, also wir haben SEO-Leute, SEA-Leute, also alles zusammen halt. Ne? Mhm. Und das in Delmenhorst, Hamburg und Lienthal, so unsere Hauptstandorte. Unsere Fernsehnachrichtenagentur Nonstop-News hat auch noch mal, weiß gar nicht wie Leute, 80 Leute oder so sind das insgesamt. Also, wenn ich jetzt zurückdenke, du als 16-Jähriger machst ein paar Spiele-Reviews und jetzt hast du das geschaffen. Das ist ja auch etwas, was nicht einfach so ohne irgendwelche, wie soll ich sagen, das ist ja nicht nur ein Höhenflug, sondern das bricht auch mal ein, du fährst irgendwo gegen die Wand. Ja, ich hatte also. Was ist in dieser Zeit, das sind jetzt ja nun schon wie viele Jahrzehnte? Naja, also ich bin jetzt 50, ne? Ich habe mit 16 angefangen, kannst du ja ausrechnen. Also ich bin über 30 Jahre. Über 30 Jahre jetzt selbstständig. Ja. Und tatsächlich, also ziemlich am Anfang habe ich, also ich habe halt für den Joker Verlag auch also Marketing gemacht und ich habe den Anzeigenverkauf gemacht und der Verleger hat mich immer angefangen, so, du, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, was das war. Die 100. Ausgabe oder irgendein Jubiläum war das. Kannst du nicht irgendwie von einer, weil ich ja gute Industriekontakte hatte, auch kannst du nicht mal 1000 Spiele besorgen für einen Preis ausschreiben? Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Und dann habe ich bei Ubisoft damals angerufen, das ist auch schon damals ein großer Hersteller gewesen, und gesagt, ich brauche Spiele für eine Verlosung, könnt ihr mir welche stellen? Das müssen jetzt keine ganz neuen sein, können auch ein bisschen ältere sein. Da brauche ich mal welche für eine Verlosung. Ich brauche 1000 Stück. Ja, ja, machen wir, kein Problem. Schick dir einen Fax nachher. Bestätige das, kein Thema, machen wir. Und die hat aber das Fax reingeschrieben, die Marketingleiterin, du kriegst 100 Spiele. Mhm. Und ich habe auch dem Verleger gesagt, 1000 Spiele. Und das war eine Differenz von 900 Spielen eben. Das habe ich verbockt, weil ich das Fax nicht gelesen hatte. Dann fehlten halt 900 Spiele. Und du hast die Verlosung schon gestartet? Die Verlosung lief und der Verleger hat gesagt, du hast gesagt, es sind 1000, regel das irgendwie. Und dann habe ich tatsächlich 900 Spiele gekauft bei Ubisoft und habe die auch versendet an die Leser. Weil du sie nicht enttäuschen wolltest? Weil ich weder Ubisoft enttäuschen wollte, noch den Verlag.
Und das war schon ziemlich blöd. Das hat da auch viel Geld gekostet, weil so ein Spiel, ich habe das zwar günstig bekommen, aber ich musste, glaube ich... Kostet aber, hat 100 Mark gekostet. Nee, so viel musste ich nicht bezahlen. Ich musste, glaube ich, ich weiß gar nicht, 10 Mark pro Spiel bezahlen oder so. Aber der ganze Schaden waren fast 20.000 Mark mit Porto und so. Und die musste ich dann halt aus eigener Tasche bezahlen. Aber ich wollte auch nicht mein Gesicht verlieren. Ich hatte bei dem Verlag das zugesagt und... Ja, da musste man halt durch. Und da habe ich dann tatsächlich ganze Spiele geschickt bekommen von Ubisoft und habe die dann auch per Porto dann halt auch verschickt. Ja. Krass. Hast du noch so einen Riesenfehler, wo du sagst, boah, das hätte nicht sein müssen? Oder habe ich viel daraus gelernt? Ja, also ich hatte mal ein Büro in den USA, habe Amerikaner eingestellt für ein Verkaufsbüro. Die waren aber die ganze Zeit eigentlich nur am Strand oder haben irgendwie Spesen produziert und haben aber nichts verkauft. Und du warst in Deutschland und hast ja, gedacht, genau. Das Büro ja, läuft, genau. läuft einfach. Ja, genau. Das läuft irgendwie so, aber... Die waren am Strand am oder waren am Surfen oder waren irgendwie schick essen, haben gesagt, die waren mit irgendwelchen Anzeigenkunden essen, aber waren sie dann halt doch nicht. Und du hast sie bezahlt? Ich habe es bezahlt, ja. Also wenn du selbstständig bist und das 30 Jahre lang machst, du triffst ja jeden Tag 100 Entscheidungen. Mhm. Manche sind gut und manche sind eben nicht so gut. Ne? Und stellt sich dann halt... auch heraus, dass du halt Fehler machst. Ne? Und die musst du dann halt dann wieder korrigieren. Wie triffst du Entscheidungen oder hast du einen Tipp parat, wie man Entscheidungen treffen sollte? Ja, also ich sag mal so, ich bin eigentlich relativ schnell für irgendwas zu begeistern. Ich treffe Entscheidungen sehr schnell. Startup-Taxi ging auch schnell. Ja, genau. Ja, hast mich angerufen, hast du Lust? Schnell. Ja, mache ich mit. Klar, los. Und jetzt sind sie hier drin. Ja, finde ich gut. Also ich sag mal so, in unserer Branche ist klar, die Schnellen fressen die Langsamen. Ne? Das ist schon so. Ich habe eigentlich keinen... Also den Tipp kann ich geben, treffe halt eine Entscheidung. Ne? Und treffe auch eine Entscheidung schnell. Wenn ich jetzt über alles irgendwie... drei Monate nachdenken muss, kommst du halt nicht weiter. Also es gibt viele meiner Wettbewerber, die ich so im Laufe der Jahre kennengelernt habe, von denen es viele auch nicht mehr gibt. Die haben halt teilweise ein Jahr gebraucht, bis sie eine Entscheidung getroffen haben und irgendwann ist der Markt halt vorbei. Ja, dann bringt es halt nichts mehr. Ich habe Entscheidungen immer sehr schnell getroffen oder auch, weißt du, wenn du mich anrufst und ich habe zum Beispiel letztens hab ich ein paar Jungs angerufen, die haben eine Footballmannschaft gegründet in Delmenhorst, haben mich gefragt, ob ich Sponsor sein will. Hab ich gesagt, ja klar, mache ich und dann geht das auch ganz schnell. Oder ja. Also wenn du jetzt für alles irgendwie ewig brauchst, bis du eine Entscheidung triffst, verschwendest du viel zu viel Zeit. Ne? Deshalb treffe ich Entscheidungen schnell und das ist auch gut so. Mhm. Wie ist das, wenn man Herausgeber von der Penthouse ist? Ja. Das ist auf jeden Fall. Ja, es ist so, wenn man das so hört oder so erzählt, dann denken Leute immer, oh, wow. Das ist doch so ein Stammtisch, das kannst geil, du doch an jeder Wurstbude erzählen. Da kommen jeden erzählen, Tag ne? hübsche Mädels vorbei und stellen sich vor. Also bei uns war noch nie irgendein Model im Büro und hat sich vorgestellt. Das ist so, wir haben Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, die schicken uns fertige Bildstrecken. Ach so. Und unsere Artdirektorin, die Michaela, guckt sich die vorher an, ob die unseren Qualitätsansprüchen genügen. Und dann legt sie mir ein, zwei vor und wir gucken dann, nehmen wir die oder nehmen wir die. Aber wir sehen die Mädels da nicht tatsächlich. Also wir sehen die nur nachher in Bildstrecken dann. Ach so, ich dachte, das ist ja ein Traumjob für jeden Mann, oder? Muss ja, aber das ist, also wenn du jetzt wirklich mit jedem Mädel, wir haben im Pro Heft, glaube ich, 5 oder 6 Bildstrecken, wenn die jetzt alle vorbeikommen würden, dann kommst du gar nicht mehr zum Arbeiten. Ne? Also, und das Gleiche machen wir nochmal in Frankreich, das ist auch mal so, da hätte ich ja 10 Bildstrecken. Ja. Und jeden Monat Besuch von 10 hübschen Mädels, das würde mich doch sehr ablenken. Aber das ist nicht so. Sondern wir kriegen die fertig produziert und dann gucken wir an, wir nehmen die oder nehmen die oder nehmen die. Ne? Wann war denn für dich eigentlich dieser Zeitpunkt, als du gemerkt hast, als Schüler, jetzt kann man da ein Geschäft draus machen? Du hast ja gesagt, du warst auch viel in den USA. Ja, also. Da eingeladen. Da warst du noch alleine zu dieser Zeit. Ja, oder? Also ich habe das Schlüsselerlebnis war, ich war auf einem Schüleraustausch in England und der Christopher, mein Gast oder Gastgeber sozusagen da, der hatte ein Sinclair Spectrum. Das war das erste. Das sagt mir noch irgendwas. Das ist ein uralter 8-Bit-Computer gewesen. Ja. Also, jeder Taschenrechner, jedes Handy hat eine bessere Rechenleistung als der. Aber da gab es Spiele für. Und ich habe das da zum ersten Mal gesehen in der Heimversion. Ich hatte vorher mal im Urlaub in Österreich einen Pac-Man-Automaten gesehen, habe mein ganzes Taschengeld da reingeschmissen und war total fasziniert von diesem Spiel. Und habe dann, als ich bei diesem Austausch war, habe ich gesehen, wie, das ist halt interaktives Fernsehen, ne? Also Fernsehen zum Mitmachen, interaktive Unterhaltung. Da habe ich das bei mir Klick gemacht. Was brandneues da. Ich wusste, das wird ein Riesenmarkt und alle werden zu Hause einen solchen Computer haben
und werden nicht nur Fernsehen gucken und starr in die Glotze gucken, sondern werden mit ihrem Joystick irgendwas spielen und bewegen und interagieren. Das habe ich damals, also da war ich, weiß ich nicht, als ich das erste Mal gesehen habe, war ich glaube ich so 14 oder 15. Das war dieser Schüleraustausch. Da war mir schon klar, ja, okay, das wird ein ganz, ganz großes Ding. Okay. Ja, und dann habe ich auch mir dann eine englische Computerspielzeitschrift, die hieß Computer and Video Games. Für die habe ich dann später auch als deutscher Korrespondent gearbeitet. Da habe ich so eine Rubrik geschrieben, German Bytes. Also die habe ich mir gekauft. Da bin ich immer echt zum Bremen Bahnhof gefahren. Ja. Einmal im Monat und habe mir dann da Computer and Video Games gekauft. Und habe schon so ein Jahr lang ungefähr in diesen englischen Zeitschriften alles gelesen, was über neue Spiele gab. Und irgendwann habe ich halt dann, direkt daneben lag dann die ASM, die erste Ausgabe von diesem neuen Computerspielmagazin. Das ist ein Verlag aus Kassel, hat das rausgebracht. Und habe ich da angerufen. Und dann haben diese Zeitschrift, also diese ASM, die hatte über 100.000 Auflagen auf einmal. Und man merkte, okay, da bewegt sich, da wird es ein Geschäft draus. Und dann hatte ich, als dieses Branchenmagazin rausgegeben, da hatte schon die Computer- und Videospielindustrie in Deutschland ein Umsatzvolumen von 1 Milliarde Euro. Und es gab dann auch zu diesem Zeitpunkt schon Zahlen, dass die weltweite Video- und Computer- und Videospielindustrie mehr Umsatz macht als die Film- und Musikindustrie zusammen. Mhm. Und da war mir klar, okay, das wird groß. Oh, das ist schon groß. Ne? Und dann kam ja auch dann Xbox und Sony PlayStation und diese ganzen Konsolen und von Nintendo damals, das Nintendo Entertainment System. Ja, NES. Und es wurde halt ein gigantischer Markt, der von jungen Leuten wie mir dominiert worden ist. Ne? Also da gab es keine Manager mit BWL-Diplom, sondern die Geschäftsführer von den Spielefirmen, das waren irgendwelche so Freaks. So hemdsärmliche. Das waren so Freaks wie ich, ja. Also sag mal, der Geschäftsführer von einem der wichtigsten Spielehersteller damals, das war Rainbow Arts. Ah, die kenne ich auch noch. Das war so ein Typ, der war ein smarter Typ natürlich, hatte auch ein kaufmännisches Gespür. Aber das war eigentlich ein Spielefreak, ne, der gerne auch gespielt hat. Ne? Und da gab es noch so eine Firma, die ist Magic Bytes in Gütersloh, die ist dann irgendwann von Ariola Soft gekauft worden, von Bertelsmann. Das waren alles, die waren alles so junge Typen. Und wir haben uns dann getroffen. Ich bin dann nach Gütersloh gefahren, mir die neuen Spiele angeguckt und dann habe ich halt in allen möglichen Medien darüber geschrieben. Das war eine ganz kleine, familiäre Struktur so. Und da haben die Firmen haben auch jetzt keine Milliardenumsätze gemacht, sondern es waren relativ kleine Firmen. Und da bin ich halt so mit groß geworden eigentlich, ne? Und habe dann viel gelernt, auch über das Geschäftsleben gelernt natürlich, habe dann meine Kunden da auch gehabt und bin so mit der Spielindustrie halt dann auch größer geworden. Und ich war zum Beispiel bei Nintendo in Japan, ich war bei Sega in Japan und habe also... Geil, in dieser Anfang, als das so richtig hochkochte. Ich war natürlich auf allen Fachmessen der Welt. Und ich war in England, ich war auf der ECTS, hieß die damals, das war in London eine Spielemesse. Ich war bei den ganzen englischen Herstellern, bei den ganzen französischen Herstellern und natürlich auch bei allen deutschen Herstellern. Also ich habe wirklich damals als Schüler nebenbei den weltweiten Spielemarkt einfach gecovert als freier Journalist. Ich war ja kein Journalist, ich habe das ja nicht studiert gehabt. Nee, aber du hast einfach Bock drauf gehabt. Bock drauf gehabt und habe dann auch natürlich verstanden, okay, es gibt viel mehr Leute, die von mir Texte kaufen wollen, als ich Texte schreiben kann. Aha. Da habe ich angefangen, so unternehmerisch zu denken, gesagt, okay, ich brauche Leute, die für mich, da war ich so... Mitte 20 oder was? Nö, da war ich so 19, 20, wo ich dann halt so freie Mitarbeiter hatte, die dann für mich Spielerezensionen geschrieben haben. Ja. Und die auch für mich dann Bücher gemacht haben. Als du gemerkt hast, ich schaffe das alleine gar nicht mehr. Ja, das ging ja relativ schnell, weil die Nachfrage war so riesig bei den Verlagen und dass ich, also ich hatte teilweise 10 freie Autoren, die für mich halt geschrieben haben. Ja. Wir haben das ja dann auch, wir haben dann eigene Leute gehabt, die Texte umgeschrieben haben und das habe ich alles von meinem Kinderzimmer aus gemacht. Ach krass, das heißt aber, du hast erst nicht mit so einem festen Team angefangen, sondern du hattest freie Mitarbeiter, die auf Rechnung dann gearbeitet haben. Ich habe dann schon, als ich zur Schule gegangen bin, habe ich schon die ersten Redakteure auch fest angestellt gehabt. Aha. Also ich bin dann echt morgens in die Schule und dann bin ich in mein Büro gefahren, da saßen dann 2, 3 festangestellte Redakteure. In Gandakesee war das, also da hatte ich mein erstes Büro. Das war nicht mehr das Kinderzimmer. Das war dann nicht mehr das Kinderzimmer. War dann einfach, meine Eltern waren das auch dann irgendwie auf Dauer auch zu nervig, dass da andere und die Kuriere kamen und dass aus aller Welt irgendwelche Firmen bei uns geklingelt haben und mir Spiele vorstellen wollten. Da habe ich dann mir irgendwann ein Büro gemietet. Du warst ja damals dann bei deinen Klassenkameraden voll der Exot, oder? Also die fanden das schon auch
geil, dass du mal viel zu erzählen hast. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Also ich habe das auch gar nicht so. Nein, es war so. Ich hatte das. Das hat mir Marc-Alexander Ulrich damals von Rainbow Art erzählt. Also er hatte Stress in der Schule, weil die Lehrer dann irgendwie neidisch waren. Ich hatte mit 19 schon meinen ersten Ferrari und hattest du? Ja, und hab da bin da nicht so mit rumgefahren, sondern hab den dann irgendwie. Ach, so viel Geld hat das schon eingebracht. Also ich habe mit 18, 19 schon ganz ordentlich verdient. Ja. Okay. Ja. Also wir haben schon damals, muss ich mir vorstellen, wir hatten über 100 Kunden, die halt regelmäßig von uns Texte bekommen haben, Bücher, ganze Zeitschriften. Mhm. Das habe ich alles so neben der Schule gemacht. Ne? Aber mir war auch klar, dass ich was Eigenes machen wollte. Und ich habe dann angefangen, BWL zu studieren. Aber habe dann auch gemerkt, dass ich das wahrscheinlich gar nicht geschafft hätte. Okay, also Wirtschaftswissenschaften, also ich habe dann in Bremen? In Oldenburg habe ich studiert, aber so VWL zum Beispiel, diesen Wertediagramm, Baum ist 7 und Auto ist 8 und keiner weiß warum, der Professor glaube ich auch nicht. ja, genau. Und das hat mich auch noch nie einer, wenn ich jetzt mit einem Kunden irgendwie gesprochen habe. Wir haben ja auch einige große Kunden, für die wir arbeiten. Dann, ich habe noch nie mit dem Kunden über Wertediagramm VWL gesprochen. Also habe ich noch nie irgendwie, habe ich nie wieder nachgebraucht. Was soll man damit? Ja. Ja. Also viele von meinen Freunden haben gesagt, du bist ja verrückt und da hast du eine Angestellte schon und gehst noch zur Schule und so. Also da waren sehr viele ängstlich. Auch meine Eltern waren sehr ängstlich. Ich weiß noch mal, damals meine Tante Elfriede ist extra aus Melle angereist, bei Osnabrück, extra übers Wochenende gekommen, um mir auszureden, dass ich mich selbstständig machen will, sondern erstmal zu Ende studieren soll. Meine Eltern haben es nicht geschafft, mich davon abzubringen. Und dann kamen auch Verwandte und haben das dann versucht. Aber ich wollte das einfach machen und ich habe mich da auch nicht beirren lassen, sondern habe es einfach dann durchgezogen. Weißt du, wer mein nächster Gast ist hier im Taxi? Erzähl. Hast du gerade schon erwähnt? Akin. Ja, genau. Ja, sehr gut. Ist doch gut, oder? Sehr, sehr gut. Kann ich mir auch mal anhören. Die einfach spannend. Der hat viel zu erzählen. Das ist ein ganz, ganz toller, guter Typ. Ja, finde ich auch. Also, Freunde, ihr könnt euch schon mal auf die nächste Story freuen. Jetzt haben wir viel zu PR gehört. Dann sehen wir uns beim Moin Startup Camp. Du guckst nochmal, dass wir den Termin freischaufelst. Mach ich. Ne? Da setzen wir alle auf dich, damit ihr auch alle nochmal bei Carsten nachfragen könnt, wie war das damals mit 16 oder mit 14, 15, als er in England war und sich gedacht hat, boah, das wird ein Riesending. Dann könnt ihr euch mit ihm mal unterhalten, was jetzt das nächste große Riesending wird und dann vielleicht mal gemeinsam einen Plan schmieden, ne? Alles klar. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Na klar, hat mich gefreut. Mach's gut. Und damit sind wir raus. Bam! Hier kriegt man sein Geld nicht wieder. Das ist wie beim Moin Startup Camp. Hier kriegt man sein Geld nicht wieder. Was ist das für eine Scheiße?